Einen wunderschönen guten Tag an alle Cineastinnen und Cineasten draußen. Willkommen hier wieder bei Movie Check und zu der Review zu Guillermo del Toro's Nightmare Alley. Nightmare Alley ist ein Remake. Ja, und ihr wisst, wie ich zu Remakes stehe. Die mag ich eigentlich mal so überhaupt nicht. Wobei ich da natürlich auch immer differenziere zwischen einem Remake, das einen Film neu auflegt, welcher eventuell in seiner Originalversion erst 2, 3 Jahre auf dem Buckel hatte, oder ob wir über einen Film sprechen, der vielleicht vor 20, 30, 40, 50 oder noch mehr Jahren released wurde. Und Nightmare Alley ist genau so ein Film. Denn bereits Ende der 40er Jahre, 1947 mag es gewesen sein, hat Edmund Golding den Roman von William Lindsay Gresham, Nightmare Alley, erstmals verfilmt. Und gut 60 Jahre später wagt sich nun Guillermo del Toro an diesen Stoff. Und da muss ich sagen, okay, da ist mein persönliches Vorurteil, dass Remakes per se Mist sind, definitiv außen vor geblieben, denn 60 Jahre ist mehr als ein halbes Jahrhundert. Da darf man auch mal so einen Stoff neu auflegen, neu interpretieren. Und inwieweit das Guillermo del Toro geschafft hat, das erfahrt ihr jetzt hier in der Review. Nach dem Intro geht's los. Der Film Nightmare Alley präsentiert uns den Schauspieler Bradley Cooper in der Rolle des Täuschers, Tricksers und Mentalisten Stanton, der sich zu Beginn des Streifens einem Jahrmarkt anschließt, zu dem auch die Hellseherin Xena, verkörpert von Toni Collette, gehört. Und diese Hellseherin, gemeinsam mit ihrem Ehemann, hat so einige Tricks auf Lager, die sie Stanton beibringen. Und mit der Zeit wird er in dem, was er da so tut, richtig gut, weiß das Publikum zu verzaubern im besten Sinne des Wortes und schafft es dadurch, dem Jahrmarkt auch ordentlich Geld in die Kasse zu spülen. Das freut allen voran den von Willem Dafoe verkörperten Jahrmarktsleiter. Trotzdem möchte Stanton mehr. Er möchte in den großen Sälen und auf den großen Bühnen der Welt spielen und die Leute von sich überzeugen und ganz viel Geld verdienen und allen voran zu diesem elitären Kreis der erlesenen Bürger, die ihm zuschauen, die ihm an den Lippen hängen, zu denen möchte er gehören. Und das führt dazu, dass er dem Jahrmarktsleben irgendwann Adieu sagt und gemeinsam mit seiner Freundin, die er auf dem Jahrmarkt kennengelernt hat, Molly, das Weite sucht und fortan die großen Bühnen tatsächlich bespielt. Um dann allerdings einen Coup zu landen, der wirklich, wirklich fernab der Legalität steht. Nämlich mit Hilfe seiner Mentalistenfähigkeiten gutgläubige Bürger auszunehmen und tatsächlich mitunter auch in den Wahnsinn zu treiben. Und damit ist Nightmare Alley tatsächlich genau das. Ein Nightmare. Die Frage ist nur, für wen und für wen nicht? Und das ist eine Frage, die versucht Guillermo del Toro auf seine Art und Weise wirklich gekonnt zu beantworten und überhaupt erstmal auszubreiten. Und die Antwort, die erfahren wir natürlich dann erst zum Schluss. Ich muss tatsächlich sagen, dass mir Guillermo del Toros Interpretation dieser Geschichte sehr gut gefallen hat, insbesondere weil er mittels typischer Stilmittel versucht, dem Film seine eigene Note selbstverständlich aufzudrücken und auf der anderen Seite aber auch dem Roman, der diesem Film wiederum zugrunde liegt, quasi Tribut zu zollen. Das macht er entsprechend auf seine Art und Weise durch stimmungsvoll, mitunter auch sehr dunkel gehaltene Bilder, sehr kontrastreiches Spiel und vor allem einen Soundtrack, der, obwohl der Film gar nicht so düster ist, unter die Haut geht. Wie meine ich das? Okay, es ist natürlich ein Nightmare, es ist ein Albtraum, der uns hier präsentiert wird. Aber allen voran ist es ein Albtraum in Form eines Dramas. Allen voran für den Zuschauer, weil wir die ganze Zeit miterleben, wie dieser ganze Film, während er seine Geschichte unterbreitet, uns eigentlich nur das Drama von Stanton erzählt, wie er sein Leben und das Leben seiner Umgebung vor die Wand fährt. Trotz des ganzen Erfolges, den er einheimst. Und da ist natürlich einiges an Kritik auch wieder drin, weil hier die menschliche Gier, das Gespür, wann ist es zu viel, flöten geht. Dieser Charakter ist sowas von sich eingenommen und überzeugt,
dass er einfach die grundlegenden Spielregeln des menschlichen Miteinanders über Bord wirft und eigentlich nur noch zum Tier werden kann. Und genau diese Geschichte erzählt uns dieser Film sehr eindrücklich durch stimmungsvolle Bilder, aber auch durch wirklich herausragende Dialoge und ein wunderschönes Bildspiel. Mit Bildspiel meine ich allen voran die Komposition der Szenen und der Settings, in denen wir uns bewegen, der Locations, in denen wir uns bewegen, teilweise von der Gosse, der Straße bis hin in die prunkvoll goldenen Säle der High Society. Und dieser Kontrast hat mir äußerst gut gefallen, vor allem weil er eben sehr gut in die Story mit eingewebt wurde und somit plausibel gemacht wurde. Und das fehlt meiner Ansicht nach öfters in genau solchen Filmen, die aber trotzdem so ein Spannungsfeld versuchen aufzubauen. Und da ist es tatsächlich in Nightmare Alley Guillermo del Toro gelungen, hier eine Stringenz reinzubringen, mitunter auch eine Konsequenz, logisch uns dem Zuschauer nahezubringen, was mir natürlich dann auch wieder gut gefallen hat, weil der Film damit in sich selber konsistent eigentlich nur wirkt. Der Soundtrack stammte aus der Feder von Nathan Johnson und ich muss sagen, ich weiß nicht, inwieweit Johnson und Del Toro schon zusammengearbeitet haben, aber ich glaube, dass hier auf jeden Fall intensive Gespräche stattgefunden haben, weil der Soundtrack die typische Note aufweist, wie ich es eigentlich bei einem Film von Del Toro erwarte. Wir haben hier sehr, sehr langsame Abfolgen von Melodien, die sich dann aber langsam aufbauen und dann immer in einem Klimax, man möchte nicht sagen explodieren, aber sich trotzdem öffnen. Was heißt das? Dass wir also ein Klimax haben, und Klimax ist ja wirklich ein Höhepunkt, der aber sehr feinfühlig umgesetzt worden ist. Also wir haben jetzt hier nicht ein großes Brumborium, sondern wir haben einen punktuell wirksamen Soundtrack. Das meint eigentlich nur, dass der Soundtrack es tatsächlich schafft, die Spannung, die Ruhe in bestimmten Szenen, die aber so spannungsgeladen sind, tatsächlich einzufangen, aber nicht zu übertünchen, nicht zu übertönen und nicht zu überspielen. Und das ist etwas, was Del Toro meiner Ansicht nach richtig gut ohnehin kann, die Bilder so zu inszenieren, dass sie spannungsgeladen sind, obwohl gar nichts passiert. Die Spannung also so zu intensivieren, dass das Bild nicht verzerrt und genauso dann auch der Soundtrack diese Bilder versucht zu untermalen und das hier tatsächlich mit dem Soundtrack aus der Feder von Johnson mit Erfolg. Das ist so ein wirklich kondensiertes Erlebnis, ein kondensiertes Filmerlebnis von Anfang bis Ende in sich stimmig. Das hat mir richtig gut gefallen. Ich war total perplex, weil der Film 150 Minuten dauert und man sich natürlich im Vorfeld immer denkt, 150 Minuten, meine Güte, kann der Film überhaupt diese Spannung halten? Und man verliert sich in diesem Film, weil er den Zuschauer direkt am Anfang an die Hand nimmt, mit Fragen konfrontiert, deren Lösung wir natürlich erst am Ende oder im Laufe des Filmes erhalten werden und trotzdem den roten Faden nie aus den Augen verliert. Und der rote Faden ist natürlich einmal die Geschichte rund um den Charakter Stanton, als auch die Fragen, die mitunter schon in den ersten Szenen am Anfang des Filmes aufkeimen. Und so gesehen verliert der Film niemals den Blick darauf, wo er herkommt, den Anfang des Filmes, gleichzeitig aber auch nie das Ziel, wo er eigentlich hin möchte. Und so gesehen hat auch hier das Drehbuch ein entsprechendes Lob verdient, weil es schon komplex ist, so einen Film tatsächlich über eine Laufzeit von 150 Minuten knallhart durchzuerzählen, ohne den Zuschauer zu verlieren. Wenn ich mir dann vorstelle, die Version aus dem Jahr 1947 hatte, glaube ich, knapp 2 Stunden Laufzeit. Ich glaube, 1 Stunde und 50 Minuten, also 110 Minuten insgesamt. Und jetzt ist diese Version nochmal 40 Minuten länger, hat also dementsprechend auch nochmal mehr Kapazitäten gehabt, mitunter die ein oder andere Buchseite getreuer nachzubilden. Und dementsprechend muss man sagen, ich werde mir auf jeden Fall noch die 47er-Version reinziehen. Das Buch werde ich wahrscheinlich nicht lesen, weil die Geschichte kenne ich jetzt. Aber ich werde versuchen, irgendwo die 47er-Version aufzutreiben, die im englischen Original übrigens auch Nightmare Alley hieß und im deutschsprachigen Raum unter dem Titel Der Scharlatan vertrieben worden ist. Und sobald ich irgendwo diese Version gefunden habe, ich habe noch nicht recherchiert, vielleicht gibt es die auf irgendwelchen Plattformen direkt zu gucken, dann werde ich auch nochmal einen Vergleich
Version 47, Version 2022 anstreben und gucken, euch die dann auch zeitnah nachzuliefern. Insgesamt kann ich nur sagen, ich bin von diesem Film tatsächlich sehr angetan gewesen, allen voran von der Performance von Bradley Cooper und Toni Collette, als auch von Schauspielerkollegin Cate Blanchett, die auch einen wesentlichen Teil hier zur Story beiträgt und durch ihre Performance den Nightmare tatsächlich auch noch expressionistischer darstellt, als er ohnehin im Titel schon vorzufinden ist. Also das, was im Titel plakativ steht, Nightmare Alley, bringt sie tatsächlich mittels ihrer schauspielerischen Performance nochmal richtig auf die Bühne und weiß dann auch in der Komposition, Setting, Bild, Kontrastierung von bestimmten Szenen, ihre Person tatsächlich so zu inszenieren, dass man Angst bekommt. Und so gesehen ist sie mitunter einer der Faktoren, der für die Spannung hier auch wirklich mehr als relevant ist, abseits natürlich von der Performance von Bradley Cooper als der eigentliche Hauptcharakter bzw. Hauptdarsteller des Filmes. Dementsprechend fällt meine Wertung aus. In der Filmwertung vergebe ich 4 von 5 möglichen Punkten und in der Genrewertung 4,5 von 5 möglichen Punkten, also insgesamt 8,5 von 10 möglichen Punkten für den Film Nightmare Alley von Guillermo del Toro. Wenn ihr den Film gesehen habt, und der ist ja inzwischen auch ein paar Tage schon in den deutschen Kinos am Laufen, dann würde mich eure Meinung zu dem Streifen interessieren und packt gerne eure Meinung hier in die Comments oder sprecht mit uns auf Discord darüber. Der Discord-Link steht in dem angepinnten Kommentar hier unter diesem Video. Natürlich würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, der Jan sicherlich auch. Und teilt das Video gerne auf allen gängigen Social-Media-Plattformen. Ich habe es auch schon getan, Jan wird es sicherlich auch noch tun. Und dann sehen wir uns demnächst hier auf jeden Fall wieder beim Moviecheck zur nächsten Review oder Trailer-Reaction oder was uns sonst noch so einfällt. Bis dahin, tschö mit Ö und nicht vergessen, Freunde der Nacht, Filme sind einfach geil.